Entschuldigung. Und das erste Spiel geht auch schon los. Dann rufen wir Robert nochmal wieder an. Hi Robert. Ah, jetzt bist du super leise. Krass. So leise, dass ich dich nicht höre. Besser? Ja, immer noch leise. Aber besser. Okay. Ja, jetzt gut. Jetzt gut, jetzt gut. Ja, also ich denke, das ist ein Easy Keep. Ich habe hier drei Länder auf der Hand. Ein Drake Queen Crisis, ein Krokanura, ein Burst of Strange, Hand of Spining. Das sind alles gute Karten, also nehme ich keinen Mulligan. Auch wenn ich leider keinen 2-Drop habe. Obwohl ich so viele 2-Drops vorhin sammeln wollte. Oh. Kannst du wieder alles sehen, Robert? Hatte ich noch irgendeinen Pick verpasst? Einen Ja, wichtigen? ich hab noch ein paar Picks gemacht. Du hast quasi den dritten Booster komplett verpasst. Ich kann dir das Deck gleich mal schicken. Ja, Wir ich würde gucken uns sagen. erstmal an, wie du dich hier schlägst. Ja. Ich lege erstmal hier noch ein grünes Mana und dann ist ja auch schon alles gemacht. Mein Gegner hat ein blaues gelegt. Spielt auch Simic offensichtlich. Ist ja witzig. Dann fragt sich jetzt, wer die besseren Simic-Karten abbekommen hat. Nö, na du natürlich. Noch ein 3-Drop gefunden. Ja, mal gucken. Also, ich werde dann nächste Runde den Illusive Krasis spielen, weil er 0-4 hat und erstmal das Board stallt. Und wenn ich dann zwei Drakewing Krasis hinterher spiele, wird er auf 2-6 evolven, was mega sick ist. Und dann kann ich dem Illusive Krasis das Hands of Binding geben. Woraufhin ich ihm jede Runde eine Kreatur tappen kann und dann kann ich ihn eigentlich racen. Er legt jetzt hier noch einen Frilled Oculus und dann kann ich irgendwie leben. Oh. Also wenn ich jetzt hier noch einen 1- und 2-Drop gehabt hätte, wäre das noch besser gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Ja, also man sieht hier die Lebenspunkte, ne? Hast du noch Fragen zur Software, Robert? Ist sehr übersichtlich eigentlich. Nö, Ja, alles gut. okay. Gut, dann blocke ich jetzt mal hier einen von den Frilled Oculus. Hoffe natürlich, dass er jetzt keinen Combat-Trick auf der Hand hat. Genau, er pumpt den anderen, dann kriege ich 3 Schaden. Wie schon gesagt, damit kann ich leben. Und dann hat er diese Runde nichts gemacht. Das ist mir eigentlich ganz recht. Dann kann ich jetzt auch einen Metropolis Sprite legen. Dann habe ich noch einen Evolve mehr. Ich könnte den Sprite legen und mit Hands of Binding seine beiden Oculi tappen. Das ist eigentlich richtig nice. So, ich leg mal das Land. Zockt das Sprite. Illusive Krasis evolved. Dann zocke ich das Hands of Binding. Cypher das auf mein Illusive Krasis. Und greife mit dem Krasis an. Dann kriege ich die Ability und caste es auf den Oculus. Und damit enttappen seine beiden Kreaturen nicht und dann soll er mal gucken, was er jetzt macht. Oh. Ja, sick, oder? Also. Ist ja richtig geil, aber Hammer. Und der tolle Flachsmage bringt ihm jetzt auch nichts. Ja, und ich denke, ich bleibe jetzt hier auf Tempo, weil ich habe jetzt hier schon Illusive Krasis und so weiter. Dann muss ich jetzt als erstes den Drakewing spielen. Dann evolvt man Illusive auf 2-6. Dann kann ich angreifen.
Mit dem Sprite greife ich auch an. Ja, ich bin im Declare Attacker Step. Ich möchte im Blocker Step mein Sprite noch pumpen, damit er 2-1 hat. Dann möchte ich die Kopie des Hands of Binding casten, und zwar lähme ich. Ich könnte auch den Fluxmage lähmen. Aber Robert ist schon wieder rausgeflogen. Noch da? Moin. Ah. Ja. Kannst du das Spiel wieder anmachen? Ja. Burst of Strength habe ich jetzt noch offen. Was geht ab, Robert? Was geht ab? Es nicht. Deine Brüder wieder am Zocken, oder was? Pornos um die Uhrzeit, schätze ich, Pornos. Ja. Pretty standard. Mal gucken, was er jetzt macht. Ich meine, er hat ja auch noch 5 Karten auf der Hand. Aber wenn er ein Simic ist, dann hat er halt selber keine Removal. Was, also sehr wahrscheinlich hat er vielleicht mal einen Pitfight oder so, aber das war's auch. Und wir haben halt noch richtig Saft auf der Hand, ne? Burst of Strange, Krokanura und Dragwing Krazus. Wenn wir jetzt den nächsten Dragwing spielen, dann kommen wir jetzt jede Runde für 11 vorbei. Geil. Mal gucken, was er jetzt erstmal macht. Er greift mit beiden an. Ja gut, dann wird er jetzt diese Runde 4 Schaden machen, wenn er pumpt. Ja, er pumpt noch einen. Nächste Runde kann ich auch meinen Burst of Strength nutzen, um den Illusive Krasis zu enttappen und eine seiner Kreaturen zu blocken. Diese Runde mache ich das noch nicht, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, ob er vielleicht noch irgendwie einen Trick hat. Er hält sich auch noch mal offen, ne? Ja, genau, also. Was macht er denn? Ein Agoraphobia. Na gut, damit kann ich leben. Dann macht er jetzt Raving Krasus halt doch keinen Schaden mehr. Ah, ein Slaughterhorn, ist auch nicht schlecht. Das hat ja Blood Rush für ein grünes, somit kann man dann ja auch noch was anfangen. Aber leider muss ich ein grünes bezahlen, um den Dragwing Krasus zu spielen. Dann Evolve der Illusive wieder. Ja, und dann machen wir das ganze Spiel nochmal, dass ich mit den beiden hier angreife. Kann mit Hands of Binding ein Oculus blocken. Ja. Machen wir noch irgendwas anderes? Nee. Dann muss ich im Blocker Step ihn hier pumpen. Und dann mache ich 5 Schaden. Cast Hands of Binding auf einen seiner Okkuli. Und dann mal gucken, was er noch kann. Und dieses Mal werde ich Burst of Strength benutzen, um den Illusive zu enttappen. Und eine 1-1-Marke zu geben. Er ist wieder am Zug. Ja, das Coole am aktuellen Set ist einfach, dass es diese 5 Gilden gibt und dass jeder Draft immer so ein bisschen anders ist, ne? Ist nicht so, dass man immer das gleiche Deck draften möchte, weißt Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Das ist auf jeden Fall. Okay, Ich bin halt sein. so gespannt, was er macht. Das ist schon. Ja, der Fluxmage evolved. Kriegt eine 1-1-Marke. Er macht noch einen Burst of Strength drauf. Und ich hatte jetzt 3-4. Hat dadurch noch eine Karte verloren und der große Witz ist halt, dass er jetzt seine Attacker declared. Ist ausgetappt, das heißt, er macht jetzt keinen Combat-Trick mehr. Mit seinem
Super. Ich habe halt hier keine Marke gesetzt für Stop on Opponent's Turn. Das ist hier dieser graue Punkt. Oh, Das heißt, ich kann jetzt meinen Spell leider doch nicht mehr machen. Dann kriege ich jetzt diese Runde 4 Schaden. Aber damit kann ich leben, glaube ich. Ja, das nervt mich halt in der Software. Da habe ich jetzt gerade verkackt. Ich könnte jetzt aber den Dragwing Krasus einfach reinwerfen, weil er kann sich sein Agrophobia nicht zurückholen. Das kann er sich ja für 3 Mana zurückholen. Also chumpe ich jetzt hier einfach seinen Simic Flakmage. Dann geht zwar mein Krasus drauf, aber auch sein Agrophobia gerät in den Friedhof, ohne dass er sich das wiederholen kann. Und ich krieg nur einen Schaden. Bäm. Das ist auch ganz okay noch, die Lösung. ja, ich habe ja gelernt, gerade die kleinen Fehler kosten einem das Spiel, ne? Ja, das stimmt wohl. Wie viel Schaden kann ich denn jetzt machen? Mit dem Slaughterhorn. Ja, ich töte ihn jetzt eh. Dann kann ich jetzt nämlich einfach zum Tekka Step übergehen. Alle drei als Attacker deklarieren. Er wird nicht blocken können, weil meine beiden Rechten hier fliegen können und er unblockbar ist. Im Blocker-Step kann ich das Slaughterhorn noch spielen. Machen wir es mal auf den Sprite. Jetzt hatte ich ein grünes. Dann mache ich schon mal genau 10 Schaden. Und dann kann ich das Sprite noch pumpen. Also mache ich jetzt mehr als genug Schaden eigentlich. Und er kann ja jetzt auch keinen Trick mehr machen. Damit dürfte ich ihn jetzt eigentlich killen. Sehr gut. Hey. Gut, dann haben wir das erste Spiel gewonnen. Genau, ich kann dir das Deck nochmal zeigen. Eigentlich sieht es ziemlich solide aus. Ich habe 2 One-Drops, wobei eine leider nur eine Kreatur ist. Two-Drops sind halt ziemlich dick, wie du siehst. Ziemlich viele. Zwei Greenside Watcher haben wir bekommen. Also die Dinger, die Gates enttappen können. Ich spiele sogar 2 Gates. Das heißt, wenn ich in der zweiten Runde einen Greenside Watcher spiele, nachdem ich in der ersten Runde ein Gate gelegt habe, wenn ich in der dritten Runde noch ein Land lege, kann ich durch den Greenside Watcher schon 4 Mana erzeugen, sozusagen. Also der rampt halt so ein bisschen hoch, ne? Ja, es geht ab. 4 Mana in der zweiten. Boah. In der dritten, ja. In der dritten Runde ist schon. Der gesamte Guild Mage ist ganz nett. Die Sprites, hast du ja gerade auch gesehen, die sind halt schwer zu blocken. Ja, die spielst du öfters, ne? Ja. Ja, zumindest letztes Mal hast du die auch gespielt. Also ich finde halt andere 2-Drops schon ein bisschen besser, aber leider ist es bei Simic so, dass die 2-Drops dann doch schon ziemlich rar werden. Und da muss man das Sprite spielen. Ich habe 2 Hands of Binding bekommen. Haben wir ja gerade gesehen, wie stark die sind. Und 2 Spell Rupture, die Counter. Aber das ist schon ganz okay, glaube ich. Ja, und hier, die 3-Drops sind sowieso insane. 2 Dragwing Krasus, 2 Krukanura, 1 Illusive Krasus. Der Master Biomancer, ne? Der wird Ololo, heftig. Ololo, Olo. Ja, ich guck mal nach, was der Wert ist. Na gut, lass erstmal spielen. Die Hand würde ich halten. Ich habe 2 2-Drops und einen Nimbus-Würmer, den ich später spielen kann. Ich habe das Mana dazu, ich nehme keinen Mulligan. Da ziehe ich sogar noch den 3-Drop. Zwar einen meiner schlechteren, aber naja. Und ich würde. Ja, ich lege erstmal ein blaues. Ich glaube, ich spiele den Guild Mage zuerst, weil er auch keine Removal hat. Der Guild Mage kann dann in der vierten Runde den Metropolis Sprite mit einer 1-1-Marke ins Spiel bringen. Diesmal hat er auch keinen 3-Drop. Also spielen wir jetzt erstmal den Guild Mage, damit er in der vierten Runde seine Fähigkeit machen kann. Kann sein, dass er einen Counter hat, aber für 2 Mana braucht er für den Counter auch eine Kreatur im Feld. Weil es dann nur den Spell Rupture gibt, den ich vorhin gezeigt habe. Genau, er spielt einen Shamble Shark Ende der Runde. Der hat Flash, das heißt, er kann ihn auch am Ende meiner Runde noch spielen. Und hat auch Evolve. Das macht ihn jetzt ziemlich eklig, weil mit dem Flakschmelz zusammen Evolve der jetzt auf 3-2. Da kann man schon fast überlegen, aber mit dem Guild Mage abtauschen will ich trotzdem nicht. Ja. Greif mal an.
kann mit dem Guildmage allerdings auch angreifen, weil er mit dem Flux-Mage mein Guildmage nicht töten kann. Sein Flux-Mage hat 1-2, mein Guildmage hat 2-2. Mit Etherize kann ich all seine Kreaturen wieder auf seine Hand zwingen. Den habe ich mal mit ins Deck genommen. Das Ja, könnte man nächste Runde auch machen. damit hat Holger mich letztes Mal besiegt, am Montag. Ja, das ist eine mega starke Karte. Die ist eigentlich sogar Standard ganz gut. Die haben wir sogar überlegt, manchmal im Standard zu spielen. Aber letzten Endes nicht gemacht, weil es nicht mehr nötig war. Aber gerade so ja, ohne Weiß ist es halt schwer, Mass Removal zu spielen. Also Karten, die alle Kreaturen zerstören. Und Moment, er blockt nicht. Das ist gut. Dann kann ich noch den Denizen spielen. Und dann können wir weiterreden. Genau, und der entfernt ja nur die gegnerischen angreifenden Kreaturen. Ja, ist doch perfekt. Ja. Es evolved sein Flux-Mage. Sein Shamble Shark kann nicht mehr evolven. Das heißt, ich kann mit dem Denizen seinen Shamble Shark blocken. Was ich auch tun werde, glaube ich. Er überlegt jetzt, mit was er angreifen soll. Entscheidet sich für nichts. Aha. Oh, ist mir nur recht. Gut, jetzt überlege ich mir, möchte ich nächste Runde das Aetherize spielen oder möchte ich das noch eine Runde aufsparen? Ich könnte jetzt diese Runde das Metropolis Sprite bringen oder ich kann auch schon den Cloudfin Raptor bringen und ihn mit dem Sprite einmal evolven. Weil momentan habe ich es eigentlich noch gar nicht so nötig, ihm sein Board wieder auf die Hand nehmen zu lassen. Ich glaube, das verschiebe ich eine Runde. Und spiele den Raptor und dann das Sprite. Dann evolvt der Raptor schon mal. Kann ich die Guildmage-Fähigkeit nicht benutzen? Es gibt irgendwie auch Schlimmeres im Leben. Dann nehme ich den Raptor erstmal. Na gut, er wird jetzt für zwei gemühlt. Ne? Das ist ja die Fähigkeit des Denizen. Ich sehe. Oh, Nightveil Spectre habe ich ihm weggemühlt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Karte. Besonders weil wir beide Simic spielen, kann auch alle Karten. Ja, gut erklären. Der Nightveil Spectre kostet 3 Mana. Und hat 2/3 Fliegen. Und jedes Mal, wenn er mir Kampfschaden zufügt, also dem Spieler, kriegt er die oberste Karte meiner Bibliothek. Quasi unter den Spectre und kann sie jederzeit spielen. Das heißt, wenn ich in seinen Farben spiele, dann kriegt er ständig, wenn er mir Kampfschaden zufügt, eine Karte auf die Hand. Was für ein Vorteil denn, Ja, nice. das ist halt echt krass. Wenn ich jetzt Boros spielen würde, dann wäre das halt nicht so ein guter Vorteil, ne? Weil er kann ja sowieso nichts davon casten. Außer Länder, ja. Er kann dann auch Ebenen ausspielen und so, wenn er dann mal eine zieht. So wie bei StarCraft. Es gab doch in StarCraft 1 die Dark Templar, die konnten zu Dark Archonen zusammenschmelzen und dann konnte man gegnerische Worker übernehmen und auf einmal hat man das gegnerische Volk gespielt. Stimmt. Ja, nächste Runde kommt das Aetherize, würde ich sagen. Finde, dein Mana läuft doch ganz gut. Ja, man kann sich nicht beschweren, ne? Den Krasus werde ich jetzt auch nicht blocken, warum auch? Ich meine, er macht 3 Schaden und wenn er jetzt hier noch was rein Blood rusht, soll er halt. Ich befürchte nur, dass er gar nicht angreifen wird, nächste Runde, außer er spielt noch irgendwas, womit er evolven kann. Da ist ja auch der Evolve-Effekt von ihm. Dann wird er nächste Runde definitiv angreifen mit 4, 3 und 3, 4. Und es gibt halt für ein Simic-Spieler nichts Schlimmeres als Aetherize eigentlich, weil dann alle Marken natürlich weg sind. Ah. So, was hat er an Fliegern? Gar keinen. Das heißt, ich kann trotzdem noch ganz cool mit meinen eigenen Fliegern angreifen. Und das Sprite auch einmal pumpen. Zack, zack. Vergesst den Haken nicht zu setzen in der Ja, habe ich Blocker-Phase eben gleich. gemacht. Danke für die Erinnerung.
Das wäre halt voll kacke, wenn ich das jetzt diesmal nicht mache. Und dann kriegt er jedenfalls noch ein bisschen Schaden. Jetzt habe ich natürlich auch das Mana genau offen für das Etherize. Mal gucken, ob er es merkt. Aber ich denke, er kann jetzt nicht davon ausgehen, dass ich ein Etherize habe. Er greift einfach mal mit den dreien an. Na, schade, mit dem Charger greift er nicht an. Ja, du hast ja zu viel Mana offen, ne? So ein bisschen, glaube ich, riecht das schon den Braten. Gut. Dann casten wir das Etherize. Also ich weiß selber, wie weh diese Karte tut. Dadurch, ja, Tja, bam. schade. Wo ist dein Board hin? Ne? Na gut, aber dadurch, dass er den Charger jetzt noch zurückgehalten hat, kann ich leider nicht irgendwie angreifen. Aber er steht jetzt bei 7 Karten auf der Hand. Also muss er ja, wenn er jetzt keine Länder gleich spielt, immer eine abwerfen, oder? Nee, wenn er jede Runde auch was spielt, er hat ja noch seinen Mana offen. Er hat ja leider vorm Combat nichts gespielt. Wenn er vorm Combat. Oh, ist aber auch Quatsch, weil damit hätte er nicht angreifen können. Wir sind ja noch im Blocker-Step. Fällt ihm gerade auf, fällt mir auch gerade erst auf. Wir müssen in die Main-Phase kommen, er will wahrscheinlich noch irgendeine Kreatur spielen jetzt. Genau, ich spiele den Fluxmage wieder aus, um den hoch zu evolven. Logisch. Und mal gucken, was ich jetzt ziehe. Ein Greenside Watcher. Also ich kann den Kookanura und dann den Watcher spielen. Ja, Kookanura evolved meinen Cloudfin Raptor. Ja. Ja. Möchte ich den Guildmage vielleicht nutzen, wenn ich den Kookanura ins Spiel bringe? Nee, bringt irgendwie nichts. Ich kann tatsächlich den Kookanura zocken und dann eine Marke vom Raptor runternehmen, um eine Karte zu ziehen. Wäre gut, glaube ich. Schlecht wäre es nicht, ne? Du brauchst Das auf mache jeden ich mal. Fall. Ich brauche wieder Aha. Saft auf der Hand. Genau. Genau, mein Raptor evolved. Dann greife ich mal an. Für immerhin 3 Schadenspunkte. Ja, die Sache ist halt die. Nächste Runde bringt er den Drakewing Krasus wieder. Dann möchte ich meinen Raptor eigentlich auf 3-4 evolved haben. Und das kann ich schaffen, indem ich den Greenside Watcher. Ah, ich kann aber auch den Nimbus Swimmer spielen. Ich werde jetzt die Samic-Fähigkeit benutzen. Und zwar Remove 1-1 Counter für 2 Mana. Das hätte ich auch in seinem Zug machen können. Wäre vielleicht noch cooler gewesen, aber. Ja, schau, da haben wir noch ein Land gefunden. Er zockt jetzt erstmal wieder was, und zwar sein Drakewing Krasus, wie schon erwartet. Dann evolved sein Fluxmage. Genau, und wenn ich jetzt den Nimbus Swimmer zocke, dann kriege ich eine 4-4 Flying Kreatur. Mein Raptor evolved, mein Kookanura evolved. Boah, ist denke ich jetzt hier ganz gutes Play, ne? Du bist so bescheiden. Für x gleich 4. Ja, da wird er auch noch mal gemühlt. Wie viele Karten? Wieder 2. Ah. Und ein Denizen und ein Island. Also damit kann man auch leben. Dann evolved noch mein Raptor. Dann kann ich aber leider diese Runde nicht angreifen, weil er ganz gute Defense darum stehen hat. Ja. Er zieht auch irgendwie keine Länder. Ist jetzt auf 4 Ländern stehen geblieben bisher. Das heißt, er kann seine Hand auch gar nicht so gut ausspielen. Er hat 7
Karten auf der Hand. Na, meine ich doch. Das habe ich doch vorhin versucht zu erklären. Ha, Ja, hast ja recht. Jetzt haben wir den Master Biomancer gezogen. nice. Ah. Wird eng für So. dich. Der wird gezockt. Und dann evolvt der Raptor auch nochmal. Oh. Oh shit, ich hätte die Sammel-Guildmage-Fähigkeit benutzen müssen. Autsch, dann hätte er noch eine zusätzliche 1-1-Marke bekommen. Dann wäre er 3-5 gewesen. Das ist nicht gut gewesen. Sie wolft hier erstmal alles, die ganzen Pfeile sind so verwirrend. Und dann kann ich angreifen mit meinen beiden Fliegern. Er hat aber noch Mana offen und 7 Karten auf der Hand, ne? Ja, ich muss aber auch mal angreifen. Wenn er jetzt mir hier das Etherize zeigt, dann ist das halt so. Ah, wie wahrscheinlich ist schon, dass er ein Etherize Ja, hat. sprach er und sah die Karte. Bursts of Strength. Bloodrush dann nochmal. Ja, 4-2 und er blockt jetzt meinen Nimbus-Schwimmer. Schade. Oh, warte. Oh, warte. Nein, ich hätte noch eine Karte ziehen können mit dem Summit-Guild-Mage. Ich Immer. Idiot. Also der größte Feind ist eigentlich die Software für dich irgendwie, ne? Ja, ganz genau. Mir geht's halt schon Ewigkeiten so, dass ich mich krass ärgere. Scheiße. Das wäre voll nice gewesen, wenn ich noch eine Karte gezogen hätte. Karte Wahnsinn. verpasst oder den 1-1-Counter diese Runde. Ah, naja. Ich glaube, ich stehe trotzdem ganz gut da mit einem 3-4er fliegend. Hast du schon eine Karte gezogen? Nee, er ist noch dran, er überlegt. So. Und macht nichts. Gar nichts. Zocke ich mal ein Land. Ich kann meinen Raptor noch einmal evolven, indem ich den Greenside Watcher spiele. Moment. Indem ich meinen Same Guildmage einmal benutze. Ja. Ja. Tu es. Indem ich ihn nochmal benutze. Und dann jetzt den Greenside Watcher zocke, der dann mit 4-3 ins Spiel kommt. Der evolved mein Raptor. Und auch mein Kokanura nicht vergessen auf. Ah, dann geht er auch schon auf 3-5. Geil. Das war doch mal ein ganz Obwohl nettes du Match. viel missplayed hast. Hattest du eigentlich geguckt, wie teuer die eine Karte jetzt ist? Ich guck mal nach. Oh, die Hälfte der Festplatte ist auch schon voll. Dann stoppe ich mal hier die Aufnahme und dann mache ich weiter, wenn es weitergeht halt.